glaubt es nicht, ne? Aber hier, Müller steht da. Wir haben noch nicht mal Dezember. Und ich habe die My Little Box schon bekommen. Hä? Haben die anderen ja auch. Ich habe schon viel gesehen. Ich dachte, was ist hier los, Annemarie? So ein kleines Paket, da hat der Postbote gesagt, hallo. Und ich, was ist das? Warum so klein? Und dann fiel mir ein, ach guck mal, der Karton ist wieder so schön bedruckt. Ne? Ich finde das immer sehr schön. Das ist wirklich, deswegen mag ich die My Little Box. Mit Liebe gemacht. So, diesen Monat in deiner Box. Ich habe das schon mal hier aufgetan. Ja. Also wir haben einiges, wir konnten uns auch einiges, oder wir konnten uns zwei Sachen aussuchen. Ob du sie gleich morgens im Bett öffnest, noch bevor der Trubel des Tages losgeht oder in einen ruhigen Moment am Abend, deine Box wird deine schönste Me-Time-Moments bereichern. Und ich habe, man konnte die Farbe aussuchen, ich habe mir dieses schöne Rot rausgesucht. Ich finde das sehr weihnachtlich und ja, ich finde die Farbe einfach sehr schön. Das ist so ein kleines Kosmetiktäschchen. Finde ich sehr bezaubernd, so aus Samt, ne? Aber was habe ich früher mal Samt gehasst anzuziehen in der Schule? Das war peinlich. Und Kord. Kordhosen. Oh Gott. Kordhosen und Samt. Ja, ich hatte so eine braune Kordhose und ich glaube einen blauen Samtpulli darüber. Hör mal. Nein. Warum? Ne? Das ist Körperverletzung. Also unsere Eltern waren gefies. Wir haben an alles gedacht, was deine festliche Saison noch schöner macht. Entdecke die Produkte, die wir für dich zusammengestellt haben, gleich hier. Wie gesagt, man konnte wählen. Ich habe Rot gewählt und ich finde die einfach sehr schön. Sie ist robust. Man kann hier zum Beispiel auch noch was reinstecken. So sieht sie von innen aus. Einfach so ein schönes. Aber ich finde das auch schön als Schmuckkästchen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich denke, dass ich das auch als Schmuckkästchen nehmen werde. Ja, Ohrringe nicht und Ketten, ich weiß nicht. Ohrringe, doch, Ohrringe kannst du reintun. Aber als Schmuckkästchen finde ich das echt schön, ne? Also ich muss sagen, ganz, ganz toll. Und ja, so hat man auf jeden Fall pünktlich zu Weihnachten alles da. So, das ist das Säckelchen. Ich packe aus. Und wir haben so schöne Sachen hier drin. Das ist natürlich was hier für mir, ne? Für mir. Und als erstes haben wir drin einen Toner. Ich benutze ja eigentlich überhaupt gar keinen Toner. Ich konnte mir den aussuchen. Ich habe Pixi, also das ist Pixi by Petra, ne? Pixi by Petra, Skin Treats Botanical Collagen Tonic. Genau. Acacia Collagen und Peptid Voluminizing Toner. So. So, eine Pixi-Gesichtslotion, die auf deine Bedürfnisse zugeschnitten ist. Ob du nun Team Glowy, Clarity oder Vitamin C bist, der Effekt schöner Haut ist inklusive. Und ja, ich werde den einfach mal ausprobieren. Ja, einfach mal machen. Warum eigentlich nicht? Und der, finde ich, hat eine schöne Größe und so kann ich auch mal einen Toner ausprobieren. Ich hatte schon mal Toner. Es ist auch richtig gut. Ne? Du bereitest deine Haut halt nach den ganzen Abschminken auf die Pflege vor. Finde ich schon nicht schlecht. Also werde ich auf jeden Fall gebrauchen. Ich habe ja genug hier diese Make-up Sponge Schwimmen Tralla Fitti da. Genau. So, dann haben wir hier was drin. Da musste ich echt gucken, was ist das? Ne? Das sieht aber seltsam aus. Für den hübschen Mund. Nein, für den hübschen Mund. Ich bin doch schon viel zu weit. Da wir uns mit Überraschungen und Neuheiten auskennen, haben wir uns die Mühe gemacht, ein ganz neues Produkt für dich auszuwählen. Das finde ich geil. Dafür hat man diese Boxen im Abo. Die brandneue Pflege mit natürlichen Inhaltsstoffen von Le Rouge François. Es stärkt Wimpern und Augenbrauen, die trendigsten Haare unseres Körpers. Also für Wimpern und Augenbrauen, da hat man dann so ein Bürstchen. Soll ich mal sagen, das riecht für mich wie Weihnachten. Im Moment riecht irgendwie alles nach Weihnachten, so nach Zimt. Ja, da pflegt man die Augenbrauen und die Wimpern mit. Das werde ich machen. Ich glaube, das werde ich mir ins Badezimmer stellen. Das macht am meisten Sinn. Und das finde ich echt cool. Dekorative Kosmetik, herzlich willkommen bei mir. So, dann haben wir ein Lippi hier drin und zwar von Estee Lauder. Ja, von Estee Lauder. Den habe ich nämlich noch nicht in der Farbe. Gucken wir mal. Oder auch nicht. Hat der irgendwie so ein Nüpsi zum... Ne, hat er nicht. Hätte ich gedacht. So. Machen wir mal.
Ja, das ist, glaube ich, mein zweiter oder dritter Estee Lauder Lippi. Da habe ich die Envy Matte 333 Persuasive. Oder so. Ja, also die sind schon edel, ne? Dekorative Kosmetik ist im... herzlich willkommen bei mir. Ach, guck mal, das ist mal eine tolle Farbe. Ja, die ist aber schön. So, rot-braun. Fein. Abo-Boxen-Make-up. Lässt grüßen. Magnet auch. Ach, ihr wisst ja, ich liebe Magnetverschlüsse. Schön. Schöne Box bis jetzt. Gefällt mir richtig gut. Aber ich finde, so im Dezember kann man auch mal so eine Box raushauen. So. Was haben wir noch? Steht hier noch was? Ja, aber hier steht jetzt irgendwie nichts mehr drin. Nein, aber wir haben noch zwei Sachen. Und zwar von der My Little Beauty Call Me Rosie, also von der My Little Box Eigenmarke, ist drin ein Powder Blush. Ja. Müssen wir schnell machen, mal gucken, ob man den sieht. Ja, der ist schon zart. Ein zartes Pflänzchen. Ach, guck mal, in so peachy. Oh, den muss er aber, glaube ich, aufbauen, ne? Ist er da, ist er weg, ist er wo? Hallo? Ja, bauen wir auf. Nehmen wir natürlich im Abo-Boxen-Make-up. Freue ich mich aber drüber, wenn sowas mal da drin ist. So, und jetzt kommen wir zu den Ohrringen, glaube ich, wo ich noch die ganze Zeit drauf gewartet habe. Tschin, tschin, My Little Box. So, hier sind sie. Klimpernde Ohrringe. Wie die berühmte Kirsche auf der Torte sind diese Ohrringe noch besser als die Zitronenscheibe auf dem Limonadenglas deines Looks. Und das Beste daran, sie bestehen aus einer recycelten Zinklegierung. Cheers! Ja, das ist schon mal edel, edel, ne? Edel, edel, edel. Sehr schön. Wird auch im Abo-Boxen-Make-up kommen. Das ist schon, die sind schon toll. Das sind so Kreolen, die keine Kreolen sein wollen, ne? Aber schick. Das wird gut aussehen. Ja, das war die My Little Box für den Monat Dezember. Haben wir ein No-Go dabei? No. Aber wirklich No. Nein. Ich finde, das ist eine perfekte Mischung für den Dezember. Gerade diese schöne Kosmetiktasche war, was für mich dann ein Schmucktäschchen werden wird. Und ja, ich werde auf jeden Fall den Toner ausprobieren. Die Pflege hier für die Wimpern und für die Augenbrauen finde ich toll. Ja, dann haben wir einen Estee Lauder Lippenstift, der alleine schon ja gut Geld kostet, ne? Ja, schöne Ohrringe. Den Blush probieren wir aus. Da bin ich noch ein bisschen skeptisch, weil der so, ja, nicht da ist, ne? Also, schauen wir mal. Ja, das war's. Meine Lieben, das war's. Das war das kleine Unboxing der My Little Box für den Monat Dezember. Und ja, habt Spaß mit eurer Box, falls ihr die auch im Abo habt. Und ich werde sie auf jeden Fall weiter behalten nächstes Jahr, weil ich finde sie schön mit den ganzen Accessoires, die dabei sind. Ob es mal eine Tasche ist oder so ein Kosmetiktäschchen oder dann halt für einen Schmuck so ein Täschchen. Halt auch Schmuck mit drin und dekorative Kosmetik und auch mal dekorative Kosmetik, die mal ein bisschen mehr kostet. Und auch mal eine andere Marke, außer immer dasselbe, ne? Ja, also, meine Lieben, macht es gut. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Und schaltet doch morgen wieder ein. Bis denn. Ciao.